Es ist großartig, dass ihr alle da seid und gleichzeitig damit zeigt, wir sind unteilbar. Wir zeigen vor allen Dingen, dass wir unsere Werte und Menschlichkeit, unsere Demokratie nicht den Nationalisten, den Rechten, den Rechtsradikalen überlassen wollen. Parteien wie die AfD, die gegen unsere Mitmenschen hetzen, Hass säen, die versuchen uns zu spalten, all diesen und den Rechtsradikalen antworten wir mit Solidarität. Solidarität bedeutet, dass wir so wie wir in dieser Vielfalt, in dieser bunten Vielfalt stehen, dass wir füreinander einstehen. Immer dann, wenn einer von uns angegriffen wird, stehen wir unseren Mitmenschen gemeinsam zur Seite. Und zwar unabhängig von der Religion, von der Ethnie, dem sozialen Status, der sexuellen Orientierung, was auch immer für Merkmale. Wir stehen denjenigen Menschen zur Seite, die von Rechten, von der AfD angegriffen werden. Und es ist auch ganz klar, es ist keine Frage der politischen Ausrichtung, ob man konservativ ist, links ist, sondern es ist eine Frage der Menschenwürde und es ist eine Frage der demokratischen Haltung. Und das ist gleichzeitig auch die Haltung der Religionen und insbesondere eben des Zentralrats der Muslime in Deutschland, dass wir uns solidarisch mit allen, die von rechter Gewalt, vom Rechtspopulismus und eben von der Diskriminierung Betroffenen an die Seite stellen. Und es ist auch ganz klar, es geht nicht nur um die Menschen, die hier jetzt vor den Landtagswahlen stehen, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, sondern es geht uns alle an, weil es eben um die Menschenwürde geht und weil es um unsere freie Gesellschaft und unsere freie Demokratie geht. Und das alles wird eben von der AfD gefährdet mit ihrem Hass, den sie sät, mit ihrem Populismus und ihrer Hetze. Sie hetzt gegen Muslime, hat Antisemiten in ihren Reihen, ist homophob und deswegen müssen wir alle mobilisieren und die demokratischen Parteien wählen. Deswegen bitte rufen Sie Ihre Freunde, Ihre Nachbarn, Ihre Bekannten, Ihre Arbeitskollegen auf, erstens wählen zu gehen und zweitens vor allen Dingen demokratisch zu wählen. Vielleicht ein letztes. Ich bin dankbar für die Organisatoren und gerade zum Schluss sollten wir allen Dank sagen, die hier mitgeholfen haben, Security, Gebärdendolmetscher, Moderatoren, Leute, die für die Sicherheit da sind. Vielen, vielen lieben Dank und vor allen Dingen bleibt bitte aktiv für eine freie Gesellschaft, für die Demokratie, auch nach den Landtagswahlen. Mischt euch ein, greift sozusagen Initiative für unsere freie Gesellschaft. Vielen Dank. Es ist ein tolles Bild hier vorne und die Bilder, die heute aus Dresden kommen. Und es ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist, glaube ich, eine Haltung, die wir transportieren. Wir lassen uns nicht spalten und wir bleiben zusammen. Von niemandem lassen wir uns auseinanderbringen, auch wenn wir in vielen Fragen nicht einer Meinung sind. Wir erheben die Stimme, wenn Menschen in unserer Gesellschaft von Gewalt, von Hass, von Angst und von Ausgrenzung und von Armut bedroht sind. Und wir tun das gemeinsam. Und wir werden das in unserem Alltag umsetzen. Wir werden bei den Menschen sein, die unsere Solidarität brauchen. Wir werden hinter ihnen stehen und wir werden neben ihnen stehen. Und wenn es sein muss, auch vor uns gemeinsam vor sie stellen. Ich empfinde es als ein Privileg, heute hier dabei sein zu dürfen und zu spüren, dass wir einander zuhören. Und deshalb kann ich auch euch sagen, was mich persönlich bewegt.
Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die Jesus erzählt, aber die nicht nur unter Christinnen und Christen bekannt ist. Eine Geschichte über Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das verbindet viele Religionen. Es ist die Geschichte von einem Menschen, der überfallen wird und halbtot am Straßenrand liegt. Und allerlei Passanten gehen vorbei. Sie schauen weg und nur einer schaut hin, kümmert sich, nimmt sich Zeit, hilft ihm wieder auf die Beine. Wer will, kann das im Lukas-Evangelium mal nachlesen. Diese Geschichte hat Jesus als ein Beispiel erzählt, wie Nächstenliebe praktisch aussehen kann. Der eine Mensch macht es vor und es ist so einfach. Hinsehen und hingehen und unterstützen und dranbleiben. Ich finde es unerträglich, dass sich heutzutage Menschen in Europa dafür rechtfertigen müssen, dass sie anderen das Leben retten. Ich finde es unerträglich, dass wir einerseits unterlassene Hilfeleistung als Straftatbestand verfolgen lassen und andererseits ungestraft die Augen vor der Not anderer verschließen können. Ich finde es unerträglich, dass Menschen sich beschimpfen lassen müssen, wenn sie sich auf die Seite von Minderheiten stellen. Und ich finde es auch unerträglich, wenn Menschen die Religionsfreiheit nur ausgewählten Religionen zugestehen, hier in Deutschland und überall auf der Welt. Hinsehen, hingehen, unterstützen, dranbleiben. Jede und jeder von uns weiß, dass das manchmal sehr schwer ist, abseits einer Demonstration und abseits einer großen Bühne. Jede und jeder weiß, wie schnell in einem persönlich Angst und Misstrauen und Hass aufsteigen. Wenn wir uns für eine solidarische Gesellschaft einsetzen, dann heißt das auch, dass wir uns gegenseitig weiter in dieser großen Aufgabe unterstützen. Dass wir uns gegenseitig Mut machen, dass wir nicht aufgeben und dass wir nicht locker lassen, auch nach den Landtagswahlen. Wir dürfen dem Rassismus in uns selbst und in unserer Gesellschaft keinen Platz lassen. Wir haben eine Verantwortung und wir lassen uns nicht entmutigen. Danke, dass ihr hier seid. Danke für euer Engagement. Das macht mir Mut. Liebe Freunde, heute auf den Tag genau, vor 73 Jahren, auch damals war der 24. August ein Sonnabend, schrieb mein Vater, ein Dresdner Kommunist und Jude, einen Brief aus dem zerstörten Dresden an meine Mutter, eine rumänische Jüdin in Bukarest. Hinter beiden lagen schwere Jahre. Mein Vater war wegen seiner Heirat mit einer Jüdin und seiner politischen Haltung 1943 bei der Gestapo denunziert worden und nach Wochen in Gestapohaft kam er in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Er überlebte das Lager und auch den Todesmarsch nach Schwerin, aber an Körper und Seele schwer gezeichnet. Meine Mutter wiederum hatte in all der Zeit nie ein Lebenszeichen von ihm erhalten. Erst im Sommer 1946 fanden sie wieder zueinander, wechselten viele Briefe und sahen sich dann wieder. In dem erwähnten Brief vom 24. August 1946 beschrieb mein Vater ein ungutes Gefühl und gleichzeitig eine große Hoffnung. Er schrieb: Es kommt darauf an, inwieweit die Kräfte des Fortschritts die Oberhand behalten in unserem Land. Das deutsche Volk ist noch lange nicht reif und der größte Teil hat aus der Hitlerherrschaft und dem Krieg auch nichts gelernt. Sie sind durchaus bereit und in der Lage, die alten Fehler zu wiederholen. Das wäre der Untergang unseres Volkes. Mein Vater beschrieb vor 73 Jahren ein ähnlich ungutes Gefühl, das auch mich hin und wieder hier in Dresden befällt. Es ist angesichts vieler öffentlich sagbarer, widersagbarer, rechter, narzisstischer Parolen und dem ungenierten Griff auf nationalsozialistische Sprache, Gedankengut und Symbolik auch hier in Dresden schon etwas, was einen beunruhigen kann. Ich habe mehr als einmal den Hass in... Also bei mir ist
den Gesichtern von Montagsdemonstranten bei Pegida gesehen. Denselben Ausdruck las ich auf den Gesichtern der Frauen, die am Rande dieser Demos schon eine ganze Weile regelmäßig Freiheit für Ursula Haverbeck, eine ganz bekannte Holocaust-Leugnerin, fordern. Auch das öffentliche Zeigen des Hitlergrußes am Rande rechter Demonstrationen, die Verharmlosung der nationalsozialistischen Diktatur durch manch prominenten AfD-Politiker gehören zu diesen aktuellen Menektekel, ebenso wie die permanente Abwertung anderer Nationalitäten, Kulturen, Religionen und Lebensweisen. Aber Angst und sich zurückziehen ist keine Lösung. Das beweisen wir alle heute miteinander. Ich weiß, wir sind viele und wir werden mehr. Und ich hoffe das auch für unsere Wahlentscheidung in Sachsen und Brandenburg in der nächsten Woche. Wir brauchen eine solidarische und offene Gesellschaft. Zu uns gehört der Dialog, aber auch das Engagement gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus und Antisemitismus.